Willkommen zu Minecraft. Ich wünsche euch fröhliche Weihnachten, einen besinnlichen heiligen Abend, viel Freude, viel Spaß mit euren Leuten. Und ja, wir haben jetzt auch hier ein bisschen Schnee. Wir waren ja hier unterwegs, weil wir ja dabei sind, uns ein neues Plätzchen zu suchen. Und ja, dann heißt es halt hier durchs Schneegebiet latschen, na toll. So an sich ist es ja sehr nett, so Schnee, aber mir selber ist es ein bisschen zu kalt und ja, eine Zeit lang ist es immer sehr witzig, aber sobald dann die Kälte so unter die Kleidung kriecht und wenn die Schuhe dann durchgeweicht sind, ja, da wird's dann sehr unangenehm. Und wie ich das halt so mache, da kriege ich immer ganz schnell kalte Füße. Und deswegen, ja, so schön das halt auch ist, das weiße Zeug, aber mir liegt es nicht so hundertprozentig. So, und unser Hundi folgt uns noch weiterhin fleißig bei Fuß. Ja, da ist er. Hier, da ist unser Hundi. So, und wir gucken mal, ob wir mal ein anderes Gebiet finden. Ja, Kürbisse haben wir. 2 Stück. Bald können wir schon wieder unser Bettchen aufstellen. Weil es wird dunkel. Ups. So müssen wir jetzt natürlich einen Augenblick warten, weil man kann erst dann schlafen, wenn halt so ein bisschen die Sonne tiefer unten ist. Weil sonst kriegt man diesen schönen Text eingeblendet. Du kannst nur nachts schlafen. Yay. So, kann ich jetzt? Ja, jetzt darf ich. Sehr schön. Und wir schlafen und es ist morgen und tschüss Bett. Und weiter geht's. Jo. Ups. Da bin ich in ein Loch geplumpst. So, da kommen wir wieder an ein Strand-ähnliches Gebiet. Ich muss sagen, meine Lieblingsjahreszeit ist so der Frühling, wenn dann alles wieder langsam anfängt grün zu werden, die Wälder, die Blumen kommen und ja, alles erwacht aus seinem Schlaf, die Vögel fangen an zu zwitschern. Ja, das ist die Zeit, die ich eigentlich so am schönsten so mag. Ja, der Sommer, der früher war ja halt schöner, sage ich mal, aber jetzt ist ja mir teilweise, wenn wirklich richtig Sommer ist, ist es mir eigentlich viel zu heiß.
Ja, Hundi, du darfst vorgehen. Tu das mal. So, ich hoffe ja mal, dass wir hier mal anderes Gebiet kriegen. Oh. Süß. Ein Geschenk. Die Truhe ist ein Geschenk. Das ist aber lieb. Haben sie ein bisschen weihnachtlich es gemacht. Haben wir schon Stein? 8 Steine, gut. Könnte ich mir also einen Ofen craften? Gut. Dann gehen wir jetzt hier mal hin und klatschen unsere Workbench mal hier drauf, so, weil wir kriegen langsam ordentlich Hunger. So, und einen Ofen craftet man, indem man hier 8 Steine nimmt. Also man muss Bruchstein haben und man legt dann hier in die oberste, also die äußerste Reihe 8 Steine halt so hin. Und da kommt dann der Ofen bei heraus. Gucken wir mal Erfolge. Achso, erstmal müssten wir eine Hacke. So, dann machen wir mal eben eine Holz. So, zack. Jetzt ist natürlich der Ofen erstmal nicht registriert, aber das ist nicht weiter tragisch. Wir werden noch genügend Öfen machen. So, dann knallen wir jetzt mal. Also man kann ganz viele Sachen hier im Ofen verarbeiten. Man kann viele verschiedene Erzen, also Gold, Eisen. Man kann hier Kaktus reintun. Man kann hier die ganzen Fleischarten reintun. Man kann auch Holz reintun, dann kriegt man Holzkohle. Und da wir ein wenig Hunger haben, will ich hier mir so ein bisschen Fleisch braten. Und es ist so, so ein Stück Fleisch, je nachdem, was man für Fleisch hat, gibt es mal mehr, mal weniger Hungerpunkte einen zurück. Und ja. Dementsprechend kann man halt hier wieder seine Leiste auffüllen. Wenn die nämlich ganz unten ist, fängt man an, Schaden zu nehmen. Und das ist dann nicht sehr toll. Ich glaube, bis zum letzten Herz die Hälfte. Bis dahin geht dann die Gesundheit runter, wenn man nichts isst. Aber es ist sehr ungünstig, wenn man dann halt von Gegnern angegriffen wird. Dann ist man halt ganz schnell kaputt. Und es ist halt so, man kann Gesundheit regenerieren nur dann, wenn die Hungerleiste komplett aufgefüllt ist. Also wenn hier alles voll ist, dann fängt der Charakter an, seine Gesundheit wieder erst hoch zu fahren. Deswegen sollte man immer darauf achten, dass man eigentlich immer genügend Nahrung bei sich hat. Klar, am Anfang hat man nicht so viele Möglichkeiten, gerade wenn es so ist wie wir, dass wir noch suchen. Und ja. Aber ich mache das immer recht zügig, dass ich halt dann mir Samen besorge und dann halt Weizen anfange anzubauen. Ja. Und wie weit bist du? Nehmen wir schon mal das weg.
Also, Hammel vielleicht gibt jetzt nicht so, glaube ich, so viel wieder. Ach doch, haben sie wohl. So. Gut. So, dann braten wir auch die noch zu Ende. Mal sehen, vielleicht laufen wir dann jetzt mal in die Richtung da. Sobald unser Fleisch hier durch ist. Eine Fackel, das ist ja nicht gerade viel. Ordnen wir mal so ein bisschen. Da-da-dam. Komm schon, noch drei, noch zwei. Okay. Na, Hundi? Ihr seht jetzt hier, sein Schwanz ist so einigermaßen oben, aber noch nicht hundertprozentig. Und witzig ist, jetzt haben wir verrottetes Fleisch in der Hand. Er guckt weg, er guckt wieder. Nämlich mit dem Fleisch kann man hier Hunde hochheilen. So, dann indem man halt sich vor ihn stellt und dann einen Rechtsklick auf ihn macht. So. Oh. Und man kann natürlich auch Hunde züchten, indem man halt ein also wenn man zwei Hunde hat, seht ihr jetzt auch, er ist in Liebesstimmung. Ja. Er hätte gerne jetzt halt ein Partner, der auch Herzchen über sich trägt. So. Gut, dann wollen wir mal weiterziehen. Nee, das Problem an dieser, an Gebieten, wo halt Schnee und Eis ist, ist das, dass nun mal das Wasser sehr schnell immer wieder einfriert. Das nervt mich ein wenig sehr. So, dann gucken. Autsch. Weit und breit, nichts anderes. Was? Ich will ein anderes haben. Dann wird's auch schon wieder dunkel. Hey, und wir können gleich dann wieder schlafen. Dann stellen wir es doch mal direkt auf. So. Darf ich jetzt schlafen? Nein. Hundi, ich darf nicht schlafen. Was hältst du davon? Oh. Ah, jetzt. Jetzt dürfen wir schlafen. Sehr schön. Und tschüss. Und weiter geht's. Ups. Oh, Hundi, bist du nass geworden? Das tut mir aber leid. Hey. Wer ist schneller? Du oder ich, Hundi? Hm? Ich glaube, du. Aber du machst es fair, ne? Du hältst immer respektvollen Abstand zu mir. Oh, eine offene Lavagrube. Ja, da. Nur Birken. Nur Birken. Da kommt Sumpf.
Sumpf. Da sind Schafe. Oh. Nur nicht zu schnell. So, Sumpf. Und na. So, dann nehmen wir auch direkt hier mal ein paar Blümchen mit. Eins, zwei, drei. So, das müsste schon reichen. So, Sumpf. Sumpf, Sumpf, Sumpf. Matschiger Sumpf. Will ich da hin? Ich weiß nicht so ganz. Was sollte ich denn im Sumpf? Und da hinten brennt es. Das heißt, da auch da ist eine offene Lavaquelle. Da reicht der Sumpf auch hin. Gehen wir mal da rüber. Autsch, autsch, autsch. Jetzt habe ich mir beide Knöchel verstaucht. Deswegen gehen wir mal meine Füße kühlen. Ein Hühnchen. Das können wir rupfen. So, dann haben wir da Hügellandschaft. Eine Hügellandschaft, da ist auch eine Eiche, eine Birke. Das sieht ja schon mal etwas besser aus. Huch. So. Und da ist ein Mischwald. Sieht ja nett aus. Eine Kuh. Die macht Mu. Und will gemolken werden. Huch. Da, da. Ups. Sieht ja eigentlich nett hier aus. So, dann schauen wir mal, was es hier noch gibt. Hopp, 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 hallo Kühe. Oh, arme Kühe. Soll ich euch mal befreien? So. Und darf es nur nicht tun. So. Bitteschön, da seid ihr frei. Ja. Oh, ha, eine Höhle. Ja, halt so ein kleiner Durchgang. Etwas Kies. Süß nett. Hallo, noch mehr Kühe hier. Dann nehmen wir das Eimer mit und hier liegt auch sowas rum. Nehmen wir auch mit. Hopp, hopp, hopp. So. Naja. Dann werden wir aber im nächsten Part hier
Hallo Kaninchen. Na? Du brauchst doch keine Angst vor mir zu haben. Ach so, du wolltest nur zu deinem Baby. Gut. Ja, wie's, wir werden dann im nächsten Part uns weiter umschauen, wo wir unser... Oh. Da habt ihr gehört, er hat sich wehgetan. Dann geben wir ihm mal was futtern. Ah, da ist noch mal Blümchen. Blümchen. Komm mit. So. Und hier sind schon wieder Fichten. Schneegebiet. Und da kommen schon wieder Birken. Na gut, dann bleiben wir wohl hier. Dann haben wir hier Schnee in der Nähe. Aber ich würde sagen, ich gehe jetzt noch hier etwas ins freiere Gebiet. Ups, wo nicht. So, hopp. Hops. So, ja. Dann werden wir im nächsten Part gucken, wo wir ein Häuschen anfangen zu bauen. Hier hätten wir auch schon einen Zugang zu einer Höhle. Wäre gar nicht mal schlecht. Vielleicht reißen wir dann hier die Bäume ab. Na, schauen wir mal. Also, ich wünsche euch nochmal fröhliche Weihnachten, ein besinnliches Fest, viel Spaß mit euren Leutchen und ich wünsche euch einen schönen Tag und bis denne dann. Tschüss!